Ich fange heute. Ja, ich denke, das sieht man nicht alle Tage. Das macht sicherlich auch nicht unbedingt zwingend jeder. Wir haben uns rangetraut und es ist super gut geworden. Am Bestandshaus war natürlich ein bisschen was zu tun, logischerweise. Dann die rückwärtige Ransetzung von unserem Town & Country House. Aber alles in allem, finde ich, haben wir es echt fein gemacht. Sieht toll aus. So, also, ich bin jetzt so in der letzten Grundstücksecke hier, damit ihr mal eine relativ gute Perspektive habt, wie es so in Gänze mit dem Anbau auch aussieht. Ja, wie gesagt, nettes, kleines, knuffiges Flair 110. Sehr stylisch gemacht. Ich finde, das sieht wirklich schick aus. Wir haben das Grundstück optimal ausgenutzt, auch so, wie es eben vorgeschrieben war, wie man noch ein zweites Haus setzen kann. Deswegen das Thema mit dem Anbau. So, und das haben wir schon mal geschafft, wieder ohne irgendwo hinzufallen, sich anzudengeln. Da könnt ihr dann noch mal so ein bisschen sehen. Ich komme mal näher. Eingangsbereich, ganz schick mit dem vorgezogenen Dachüberstand. Ich finde das eine tolle Lösung. Sieht immer sehr, sehr schön aus und bringt dir auch echt was. Ja, da hat man noch mal so ein bisschen den Blick, hoppala, auf den Anbau, dass ihr mal seht, wie es denn so geworden ist. So, einmal in den Himmel und wieder zurück. Und jetzt geht's gleich rein. Ja, jetzt geht's herein spaziert, wie sich das so gehört. Wir haben, soweit ich das mal so übersehen kann, alles so gemacht, wie sich das gehört. Gestern war der Reinigungstrupp da. Das machen wir immer, weil wir es einfach schöner finden. Ein Haus mit sauberen Fenstern, mit einem gewischten Boden und einer halbwegs gescheiten Ordnung zu übergeben. Ich finde, das gehört sich einfach so. So, herein spaziert. Wir haben, wie ihr seht, durchgefliest im unteren Bereich. Und da gehen wir doch gleich mal um die Ecke in die Küche. Alles soweit gerichtet, vorbereitet. Die Bauherren können also gleich loslegen. Und ihr seht schon, was hier in diesem Flair 110 anders ist als im Standard oder das, was ihr aus dem Katalog vielleicht kennt. Wir haben mal wieder die Wand rausgehauen, damit es schön ineinander übergeht. Ich finde, es gibt ja immer eine hammertolle Optik, wenn das so ist. Und wer das mag, gewinnt natürlich viel, viel offenen Raum, viel Fläche. Und das ist schon was ganz Tolles. Jo, also, von der Küche ins Wohnen. Da hinten seht ihr den Vorsprung vom Schornstein. Den Durchgang haben wir etwas verbreitert, ohne Tür, so dass das alles freundlich, offen, entspannt, luftig ist. Ach ja, es ist, wie ich finde, auch wenn man ja sagt, Eigenlob stinkt so ein bisschen. Also ich finde, es riecht nach Veilchen, weil das haben wir wieder fein gemacht. Sieht toll aus. Der nächste Step geht dann im Erdgeschoss weiter aus dem Wohnzimmer raus. Da seht ihr schon das Übliche, das Gäste-WC. Klein, aber fein, wie sich das gehört. Toilette. Waschbecken baut der Bauherr dran, haben wir nicht vergessen, sollte so sein. Da gibt es ja manchmal so die ein oder andere kleine Sonderlocke und da, wo wir es möglich machen können, ohne dass es Schaden anrichtet, tun wir es natürlich auch gerne. Hausanschlussraum. Ja, ich habe ja schon lange keine Videos mehr aufgenommen,
weil einfach die Gelegenheit nicht da war, Termine blöd lagen und so weiter und so fort. Deswegen erkläre ich gerne nochmal, was wir hier so sehen. Also, mein Lieblingsspruch, der Kühlschrank da hinten in der Ecke, ist die Gastherme. Da wird geheizt. Man sieht die Dinge, die von oben kommen, Salat, Thermie und Co. Wir haben die Hauseinführung platzsparend unterm Fenster positioniert, damit das alles möglichst ordentlich und auch natürlich raumsparend da ist. In der Ecke da hinten haben wir dann Strom und Co. Ja, ne, alles was von oben gerade runterkommt, ist gut, weil da geht es auch ordentlich aus dem Haus wieder raus. Und hier in der Ecke wird dann die Waschmaschine installiert werden. Und ihr seht, auch wenn das immer ganz klein aussieht auf den gezeichneten Grundrissen, es ist wirklich reichlich Platz. Weil das, was wir in einem Haus Anschlussraum brauchen, ist nun mal Wandfläche. Und ich finde, auch da haben wir das sehr anständig ausgenutzt, sodass der Bauherr noch viel Platz für sich hat. Ja, die Kombi mit den dunklen Fliesen, also schwarzen Fliesen, der schönen Hevea-Treppe, so wie sie ja auch bei uns in Altmölln im Musterhaus ist, ist schon stylisch, kann man nicht anders sagen, ne? Deswegen werden wir jetzt auch mal hochgehen und dann gucken wir uns die Räume oben an. Also, bis gleich. Ich nehme euch natürlich gerne auf der halben Höhe mit, damit ihr so ein bisschen das seht, was ich sehe und einen kleinen Eindruck kriegt, obwohl das ja natürlich immer schwer ist, das weiß ich. Und der ein oder andere hat ja auch das ein oder andere kleine Problemchen in der Vorstellungskraft, aber ich denke mal, wir kommen auch wieder in bessere Zeiten und dann werden wir uns das alles wieder persönlich angucken können. Dann machen wir wieder vor Ort Hausbesichtigung und dann schnacken wir auch miteinander. Ja, hier oben ganz klassisch. Drei Räume. Da wir ja nicht wie üblich in einem freistehenden Haus die Fenster an der Giebelseite haben, haben wir jetzt zwei Dachflächenfenster, was auch ein gewissen Charme hat, finde ich. Es sieht gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ja, unsere Putzerjungs haben wieder einen tollen Job gemacht. Vielen Dank dafür. Hammer. Die Lunus ist mal an einer ganz anderen Ecke, damit das alles seine Ordnung hat. Ich zeige euch nachher nochmal im Unterschlag, wo sie rauskommt. Finde ich, ist eine tolle Lösung. Ja, der nächste Raum, ähnlich, kein Fenster an der Giebelseite, logischerweise, da haben wir ja den Anbau. Dafür zwei tolle Dachflächenfenster, die den Raum genauso schön hell machen. Und auch hier ganz praktisch die Lunus in der Ecke. Ja. Gehen wir noch in den dritten Raum hier oben. Da haben wir alle gesammelten Werke, wie das so ist. Restfliesen, ein bisschen zusammengestellter Krams. Dann haben wir hier noch ein bisschen Beton, also das wird auch noch abgeholt werden. Da sieht man, guck mal, da kommt der Schornstein durch, den haben wir hier durchlaufen lassen. Logischerweise, weil er unten ja entsprechend in der Ecke im Wohnzimmer relativ weit hinten sitzt. Ja, also ich denke mal, das sieht alles mal wieder sehr schön aus. Der Blick von oben runter zur Treppe. Und das Bad ist ja immer so ein bisschen so ein Klassiker-Thema. Wie ist das Bad? Wie sind die Fliesen? Auch hier, wir haben Waschbecken nicht vergessen, sondern bewusst nicht eingebaut, was ja, wie gesagt, in Absprache auch überhaupt kein Problem ist. Fliesenthema geht durch, genauso wie unten.
Mit den wunderschönen Edelstahlschienen sieht das schon wirklich ganz famos aus. Eine nette Kombi. Auch mal wieder ganz anders. Ich setze mich mal wieder auf meinen Lieblingsplatz. Ja, guck mal. Herrlichen Blick in die Wanne. Nette Idee mit der kleinen Sitzbank dort an der Seite. Dann haben wir die Dusche hier schön mit in die Schläge reingefließt und haben sie auch wieder ganz wunderbar groß gemacht, sodass man sich wirklich ganz bequem austoben kann. Auch diese Kombi finde ich wieder total gelungen. Handtuch, Heizkörper. Ja. Spots haben wir schon mal eingebaut. Das machen wir ja ganz häufig. Das macht ja auch Sinn, gerade im Bad, wenn die in einer Decke verschwinden. Ja, schönes Ding, ne? Also nur, dass ihr noch mal ganz kurz seht, ich stehe im Bad und gucke raus und ich muss euch die Hühner zeigen. Weil ihr habt sie ja schon gehört, besonders den Hahn. Also total süß. Ja, jetzt bin ich mit der Hausführung auch schon durch. Ihr habt alle wesentlichen Dinge, denke ich mal, von dem wunderschönen Flair 110 mit Anbau gesehen. Vielleicht noch ganz kurz so zur Info. Also das Flair 110 haben wir gegen ein Bestandsgebäude gesetzt, das auch einen Keller hatte. Das heißt, wir haben eine Treppengründung gemacht, so dass dem Bestandsgebäude nichts passiert. Wir haben die Giebelseite wieder vermauert, wie sich das gehört, mit den Fenstern geschlossen, so dass wir entspannt anbauen konnten. Ja, und alles in allem haben wir dann morgen Abend mit den Bauherren Hausübergabe. Und ich denke, es ist mal wieder ein schönes Haus in Gudow. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal gesagt, es ist das 10. Und von vielen, wir sind da super, super stolz drauf, freuen uns riesig. Und die nächsten kommen. Bis dann. Tschüss.